Im Zentrum der Stadt findet man neben den quadratisch-praktischen Bauten aus der DDR-Zeit auch Gebäude in der sogenannten Backsteingotik oder andere alte Ziegel- und Klinkerhäuser, wie zum Beispiel hier auf der linken Seite im Hintergrund. Gebrannte Ziegel werden in Berlin und der Mark Brandenburg häufig verwendet. Nahezu alles wird daraus gebaut. Rathäuser, Schulen, Amtsgebäude sowie Kirchen und Schlösser. An dieser Stelle handelt es sich um Gebäude, die zur Humboldt-Universität oder zur Charité gehören. Nachdem wir die Ebertbrücke unterfahren haben, bietet sich Ihnen der beste Blick auf die Spitze der Museumsinsel mit dem ehemaligen Kaiser-Friedrich-Museum, dem heutigen Bode-Museum. Es ist die Stelle, an der die beiden Spreearme, die sich am historischen Hafen trennten, wieder zusammenfließen, die Spree und der Kupfergraben. Durchgehend schiffbar ist nur der von uns aus gesehene linke Spreearm. Über den rechten, nicht befahrbaren Spreearm spannen sich an anderer Stelle zwei ehrwürdige Brücken, die wir zumindest erwähnen wollen. Die Schlossbrücke mit marmornem Figurenschmuck von Karl Friedrich Schinkel und die älteste Berliner Brücke, eine Zugbrücke, die Jungfernbrücke. Auf der Inselspitze mit Blick zum Museumseingang stand früher die bronzene Reiterskulptur Kaiser Friedrichs III. Es war eine von fünf Reiterskulpturen der preußischen Könige und deutschen Kaiser, die ehemals über die Insel verteilt waren. Heute steht nur noch Friedrich Wilhelm IV. Vor der alten Nationalgalerie. Reiterskulpturen sind zerstört und die fünfte, der große Kurfürst, steht im Original vor dem Schloss Charlottenburg. Oder lieber faul am Strand herumliegen. In Berlin können Sie nur wenige Schritte voneinander entfernt beides haben. Vom Montbijou-Park am Spreeufer aus kann man im Liegestuhl und unter Palmen entspannen und dabei sogar auf ein Museum gucken. Die Strandillusion ist fast perfekt, nur das Bauen von Sandburgen wird nicht so gern gesehen.